In der Vorlesung Computergrafik. Und wir stehen jetzt kurz davor, die Spiegelung und auch die Lichtbrechung mal zu behandeln. Das wird ein bisschen mathematisch. Vorher machen wir noch mal eine ganz kleine Verschnaufpause und denken noch mal darüber nach, wie wir eigentlich kodieren. Beziehungsweise sage ich Ihnen, was ich darüber denke. Ich kriege ja von Ihnen ab und zu Codes zugeschickt. Und im Praktikum, wenn wir also Präsenz haben, was ja leider im Moment nicht der Fall ist, dann stoße ich ganz oft auf eine Vorstellung, die wir hier auch sehen. Ja, also da sagt jemand zu mir, also nee, jetzt löse ich erstmal das Problem, jetzt suche ich erstmal den Fehler. Und dann, wenn ich den Fehler daraus habe, dann kümmere ich mich um das, was Sie wollen, Herr Bendig, ja, dann mache ich diesen Code schöner, dann mache ich so ein bisschen Deko. Ne? Und dieses Denken ist sehr verbreitet und ein bisschen problematisch. Genau genommen ist es so, dass die Ursache, wenn wir nicht nachhaltig ein System entwickeln, wenn wir nicht nachhaltig kodieren, also wenn wir eine immer größer werdende Softwareentropie haben, bis zum Zusammenbruch, bis keiner mehr durchfindet, ja, die Ursache dafür ist tatsächlich dieses Denken. Da will ich mal kurz drauf eingehen. Denn Sie stehen ja nun an der Schwelle, von der aus Sie jetzt wirklich aufwendigere eigene Projekte fahren. Längere Codes, kompliziertere Codes. Und der Raytracer ist für so eine erster Prototyp sozusagen in diese Richtung für Sie. Ne? Also, erstmal finde ich den Fehler und danach kümmere ich mich um die Codeverschönerung. Ne? Denn schöner Code ist Deko. Ne? So, da sagt Obi-Wan. Das höre ich oft. Dahinter steckt die Idee, dass es echte Probleme im Code gibt und unwichtige Probleme. So, und so ein unwichtiges Zeug wie klarer Code, ja? Lesbarer Code. Wir haben ja eine andere Meinung dazu, die ist auch interessant. Meister Karl, ne? Meister K. sagt also, ich mache es genau umgekehrt. Zuerst verschönere ich den Code und dann kümmere ich mich um die Fehler. Jetzt müsste ja normalerweise den Fächer noch aufspannen und sich so ein bisschen was zufächeln. Also er sagt, zuerst verschönere ich den Code und dann kümmere ich mich um die Fehler. Ja, das ist besser, ne? Obi-Wan würde sagen, dieser Padawan ist deutlich näher an der Macht. Dennoch, auch hier lebt die Idee, dass der Fehler eine Sache ist und der ist unabhängig davon, ob der Code klar formuliert ist. Ne? Also einerseits gibt es Fehler im Code und andererseits gibt es irgendwie einen schönen designten Code. Und diese qualitätskillende Idee, also diese zerstörerische Idee Nummer eins, die ist eben immer noch drin, auch im Kopf dieses guten Designers, ja? So. Also, Meister Yoda sagt, guter Code keine dunkle Seite hat. Und das ist die interessante Einsicht. Die fällt Ihnen noch schwer und die fällt auch vielen Programmierern ihr ganzes Programmiererleben lang schwer. Mir übrigens auch. Ich will darauf hinaus, dass wenn der Code klar ist, das heißt, wenn die Form stimmt, dann stimmt alles. Das ist so ein bisschen wie in der Mathematik. Leider, na, ich werde manche vielleicht sagen, leider. Okay, also, wenn ihr Raytracer, das ist die letzte, vorletzte Star Wars-Metapher heute, wenn ihr Raytracer so aufgebaut ist wie der Todesstern, also so eine Riesenkugel und tausend Kammern und Fächer drin und ganz viele Räume und überall kann sich da Krempel verstecken, ne? Dann bietet ihr Code genügend Raum für die dunkle Seite der Macht, nicht? Ganze Klontruppen von Fehlern, von bösen kleinen Robotern, die Ärger machen, verstecken sich dann in den dunklen Gängen des Todessterns. So, also. Oder anders gesagt, mal ohne Star Wars Metaphorik, das wird Sie wahrscheinlich erleichtern, obwohl eine kommt gleich noch.
Das klare Strukturieren von Code, das ist identisch mit der Behebung der echten Probleme des Codes. Ja? Das ist das Schwierige. Okay, so. Na, jetzt kommt unser kleiner Freund hier. Der fiedelt immer so rum. Ne? Das, der hat so, das ist im Grunde so ein, wie so ein Wellensittich, kommt der mir immer vor. Fiedelüdelüd, düdelüd, nicht? Was sagst du, R2? Also, was mein vorlauter Freund fragen wollte, war Folgendes. Woran erkennen wir schlechten Code? Das könnte der jetzt in, ich glaube, in zigtausend Weltraumsprachen fragen. Aber das ist die entscheidende Geschichte erstmal für Sie. Woran sollen Sie jetzt sehen, ist Ihr Code eigentlich gut oder ist Ihr Code eigentlich schlecht? So einen richtigen Blick dafür kriegen Sie erst in 10 bis 20 Jahren. Deswegen gebe ich Ihnen jetzt mal so Hilfen. Das sind jetzt nur so Leitlinien, die Ihnen helfen sollen, zu gutem Code zu finden. Manchmal verwechselt man diese Leitlinien schon mit dem eigentlichen Wissen. Das ist aber nicht so. Das sind jetzt nur so erstmal so eine Art Leitplanken Ihrer Entwürfe. Ja? Also, ich gebe Ihnen mal so Hilfestellung. Kennzeichen schlechten Codes. Lange Methoden mit vielen Variablen. Ne? Also, wenn Ihre Methode mehr als, sagen wir mal, 10 Zeilen hat. Schöner wäre eigentlich, wenn man sagt, nur 7 oder 5. Ja? Mehr als 5 Zeilen hat, fragen Sie sich immer, warum? Muss das so sein? Muss ich so viele Variablen hier drin haben? Müssen hier so viele verschiedene Rechenschritte in eine Methode gequetscht werden? Die Antwort lautet immer nein. Und der Grund für die lange Methode ist immer nur ein Grund, Unfähigkeit. Und zwar die eigene. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin auch einen langen Weg gegangen, bis ich es konnte. Ne? So, also, glauben Sie mir mal, wenn Sie eine lange Methode vor sich haben, dann ist da auch der Fehler. Und da ist auch das Problem, dass dann andere Stellen im Code wieder haben, weil die irgendwie alle um diese lange Methode herumschleichen müssen und immer so nach dem Motto, bloß nicht stören, der ist ganz schwierig und ganz zickig, diese Methode ist ein Problem. Ne? Aber der Programmierer liebt oft genau diese lange Methode. Das hat auch psychologische Gründe. Wenn man eine lange und komplizierte Methode geschrieben hat, dann ist man ganz stolz darauf, dass sie funktioniert und dann fühlt man sich super intelligent. Ich will jetzt nicht nochmal wieder rumnerven mit dem Dunning-Kruger-Phänomen, aber das ist ein Aspekt dieses Phänomens. Gut, Kennzeichen schlechten Codes. Da komme ich nachher am Schluss nochmal drauf. Bezeichner heißen anders als die Begriffe, in denen sie normalerweise das Problem beschreiben. Ne? Oder man könnte auch sagen, Worte bedeuten nun mal, was sie bedeuten. Ne? Und auch in Programmen ist das so. Unscharfe Larifari-Begriffe sind der Hirntod ihres Programms. Ja, das ist so ähnlich wie der erste Tipp hier. Also eine Klasse ist vielleicht so kompliziert geworden, dass man mehr als 5 Minuten braucht, um sie komplett zu überschauen. Ja, also nicht nur Methoden sollten nicht zu lang und aufwendig und kompliziert werden und zu algorithmisch, sag ich mal. Nein, auch Klassen sollten nicht zu groß werden. Und deswegen würde ich sagen, wenn Sie es nicht schaffen, stellen Sie sich ruhig so eine Stoppuhr daneben, starten Sie die mal und gucken mal, ob Sie eine Klasse nach 5 Minuten komplett jemandem erklären können. Ja? Und wenn nicht, dann muss die Klasse zerlegt werden. Dann haben Sie hier ein Problem. Dann gleich hier den Trennschleifer rausholen und mal gucken. Ne? Warum werden denn Klassen lang? Naja, vermutlich kümmert sich diese Klasse um alles Mögliche, aber nicht um das, wofür sie mal entworfen wurde. Ne? Oder die Klasse hat gar nicht so eine völlig scharfe und klare Idee, wofür sie eigentlich da ist. Ne, denn man könnte sagen, wenn man ein bisschen böswillig ist, die wurde gar nicht entworfen. Die ist einfach mal, ne, Herr Bendig hat gesagt, machen Sie doch mal einen klasse Hit. Ne? Habe ich mal einen klasse Hit gemacht. So. Und dann habe ich alles reingepackt, was ich so
woanders nicht gebrauchen konnte. Immer rein damit, gib ihm, ne? Und auf einmal, das heißt, die Klasse wuchert vor sich hin. Die ist gar nicht entworfen. Das scheint ihnen nur so, als ob sie da was entwerfen. Ja? In Wirklichkeit quetschen sie nur irgendwo die Codes hin, weil sie nicht wissen, wohin damit. Ja, denn es dreht sich letztlich alles ums Entwerfen, ne? Der Entwurf. So, Kennzeichen schlechten Codes. Sie sehen irgendwo verschachtelten Code mit tief geschachtelten If-Bedingungen und dann noch komplizierten logischen Verknüpfungen. Ja, if not this, then else, and if, und da drin nochmal wieder if that, and that, or that, not is that, und verstehen Sie, das ist, wenn Sie so reden wollen, werden Sie Politiker, werden Sie nicht Programmierer, ne? Obwohl den Politikern nützt das, glaube ich, auch auf lange Sicht auch nichts. Etwas zu sagen, ohne etwas zu sagen, ne? Das ist so eine Kunst, so eine unrühmliche Kunst. Also, ich sage Ihnen mal, was das bedeutet. Wenn Sie eine lange verschachteltes Zeug sehen, so tief ineinander geschachtelter Mist, der so schön tief nach rechts einrückt auf dem Bildschirm, das heißt fast immer, da hat jemand nicht nachgedacht. Okay, so, jetzt komme ich nochmal zu meinem Abschluss heute, zu einem interessanten Fall von schlechtem Code. Der ist für manche von Ihnen ganz, ganz besonders schwer zu sehen. Übrigens teilweise auch von Programmierern, die das schon seit 30 Jahren machen. Kognitive bzw. intentionale Dissonanzen. Da hatte ich mal eine ganz lustige Reaktion von einem Studenten. Die habe ich hier mit in die Folien einfließen lassen. Der sagte, kognitive, das bedeutet verstandesmäßige Dissonanzen beziehungsweise intentionale Dissonanzen. Das bedeutet Dissonanz in der Absicht, in der Intention. Ne? Dissonanz ist sowas wie Selbstwiderspruch oder Disharmonie oder so. Ja? Also, Sie haben gedankliche Widersprüche im System, die nicht zusammenpassen. Oder Sie haben Absichtswidersprüche im System, die nicht zusammenpassen. Sie haben zum Beispiel ein Objekt, das soll ganz schnell sein. Das hat eine Methode Accelerate, Accelerate, Quadrat und so weiter. Heißt aber Schildkröte. Da merkten Sie schon, da stimmt was nicht. Ne? So. Also, das kann man auch so übersetzen. Dissonanz in der Wahrnehmung, ja, das wäre die kognitive Dissonanz, Dissonanz in der Wahrnehmung von etwas oder Dissonanz in der Absicht. Ne? So, da gebe ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Man könnte Dissonanz auch als Misston oder ein dissonanter Ton ist ein Klang, der einer Auflösung bedarf. Und wenn Sie so eine kognitive Dissonanz entdecken in Ihrem Programm, dann bedarf diese Dissonanz eben einer Auflösung. Also für die Musiker unter Ihnen würde ich mal sagen, programmieren Sie in Dur. Ja? Notfalls programmieren Sie noch in Moll. Aber programmieren Sie nicht alles bitte mit C7 Major. Das haut nicht hin. So, also ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Da ist ein Beispiel. Die Klasse heißt Hund. Ne? Und der Hund hat eine Methode, make wow. Ne? Time, how long. So, und da drin ist dann irgendwie sowas wie while, how long, tick, do make wow, time slice und so weiter. Und dann kommt die Methode zurück. So. Sehen Sie da eine kognitive Dissonanz? Sagen Sie es mal laut. Aha. Ne? Nein, da ist keine. Ne? Wunderbar, alles prima. Keine kognitive Dissonanz. Alles prima. Ne? Jetzt mache ich eine kleine Änderung an dieser Klasse. Die heißt jetzt Rakete. So. Das compiled immer noch. Da ist gar kein Problem. Ne? Der Compiler läuft weiter und alles prima. Das ist also technisch haben wir hier gar kein Problem. Aber, aua, wir haben hier eine massive kognitive Dissonanz. Ja, der heißt jetzt Rakete, ne? Rakete und die macht wow. Rakete, die da bellt.
Jetzt kann man sagen, ja, wieso? Ist doch egal, wie es heißt. Oder so. Wer so denkt, der hat ein ganz tief sitzendes Problem mit dem Programmieren, das ihm um die Ohren fliegt. Ja? Falls Sie dieser Ansicht sind, ist auch egal, ob das Ding jetzt Hund heißt oder Rakete, dann beobachten Sie mal, wie gut Sie eigentlich in Teams klarkommen. Wie gut kommen Sie klar in programmierenden Teams? Das müssen Sie mal versuchen. Denn gucken Sie mal, wenn das Ding Rakete heißt und auch noch bellt, dann laden Sie doch bestimmte Programmierer ein, hier irgendwelche hundeähnlichen Sachen noch drauf zu schreiben. Und Sie laden Programmierer ein, hier Raketenzeug drauf zu schreiben. Nun hat man mal früher einen Hund in den Weltraum geschickt mit einer Rakete, vielleicht sogar mehrere, ja. Und daran kann man sich vielleicht erinnert fühlen. Es kann sogar sein, dass ich deswegen das Beispiel Hund und Rakete hier unbewusst zusammengeschustert habe. Weiß ich nicht, ne? Aber glauben Sie mir, das ist dissonant und zwar mit der einfachen Begründung, Raketen bellen nicht. So. Und wenn Sie meinen Supertipp für guten Code haben wollen zum Abschluss dieser Folien, dann merken Sie sich das. Raketen bellen nicht, Hund macht Wau. So einfach ist Objektorientierung. Erfolgreiche Objektorientierung ist klares Denken. Klares Denken ist klares Sprechen. Klares Sprechen ist klarer Code. Fehler werden Ihre Programme dann meiden, denn die wohnen lieber woanders. Das war Computergrafik. Bleiben Sie fröhlich.